aus der Halle Ost und herzlich willkommen bei Quantenschneiden TV. Ja, wie ihr seht, heute bin ich ganz alleine hier. Ich habe leider nämlich nicht so schöne Nachrichten zu überbringen. Wir haben nach einem ganz engen Kampf mit 25 zu 24 gegen den Königsborner SV verloren. Leider. Ja, zur Halbzeit hatten wir noch einen Vorsprung von 2 Toren mit 13 zu 11. Haben eigentlich genau das umgesetzt, was wir wollten. Haben ganz stark verteidigt, haben hinten das zugemacht, sodass Königsborn nicht zu klaren Chancen kommen konnte. Und dann vorne wirklich aus dem Rückraum geguckt und gut geschossen. Und genau das ist uns quasi in der zweiten Halbzeit so ein bisschen flöten gegangen. Wir haben zu Beginn der zweiten Halbzeit einen 7:1 Lauf leider kassiert, der uns dann direkt mit 4 Tore ins Hintertreffen brachte. Und wir haben versucht, die ganze Zeit uns wieder ranzukämpfen, ohne Ende. Und leider bekam ich dann noch in der 40. Minute die rote Karte. Auch nochmal beste Grüße an meine Gegenspielerin. Ich hoffe, es ist alles okay. Ja, und irgendwie sind wir dann nicht wieder reingekommen. Königsborn hat das clever genutzt. Die haben die erste Welle, ich glaube direkt die 7 Tore, davon waren 5-mal erste Welle in Thermogengeschuss, den die immer wieder gut abgeschlossen und gesucht haben. Und ja, wir konnten nicht das umsetzen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Erst in der 52. Minute fingen wir an, auf eine offene Manndeckung umzustellen, die uns noch mal ein paar Ballgewinne gebracht hat. Aber leider am Ende hat es nicht zum Unentschieden gereicht. Ich glaube, es wäre eine gerechtere Punkteverteilung am Ende gewesen. Aber leider ist es sonst nicht. Und wir gehen ein wenig enttäuscht, was ein wenig ist gut, sondern sehr enttäuscht in die Winterpause oder in die Weihnachtspause. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen wichteln und vielleicht ein bisschen entspannt zusammensitzen und dann mal schauen, werden wir das im Training wieder aufarbeiten. Wie geht's weiter, Kai-Uwe? Du hast mir mal einen schönen Spicker gemacht. Gerade im Anschluss, unsere dritte macht sich hier gerade warm. Die spielen jetzt gleich gegen... Guck mal, jetzt sehe ich mich. Gegen wen spielen die gleich, Kai-Uwe? Amalo Ellewick ist das? Ja? Ich hatte Hohne Längerich gelesen. Okay, die spielen bestimmt gegen Amalo Ellewick. Die laufen sich auf jeden Fall alle ganz schön warm. 8. gegen 12. Und die zweite spielt erst am 13.01. wieder gegen Hüllhorst. 6. gegen 12. Und wir spielen wieder, am 13.01. letztes Hinrundenspiel gegen den TV Arnsberg in Arnsberg um 16 Uhr. Auch immer brandgefährlich. Die haben sich die Saison richtig gut gemacht. Also es wird spannend. So, in diesem Sinne wünsche ich allen anderen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ganz, ganz tollen, guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut beim nächsten Mal. Willst du mit rein? Ja. Sagst du nochmal Tschüss? Ciao. Schöne Feiertage. Sehr gut. Macht's gut. Tschüss.